Freudenteils und Schweineverkehr. Ganz da verrückt werden. Judentag. Ich bin mal wieder wie gewohnt mit dem Auto unterwegs, aber ich bin jetzt, glaube ich, auf dem Weg nach Chemnitz oder so. Ich weiß nicht, ich habe es einfach eingegeben, ich fahre nach Navi, ich weiß sogar nicht, wo ich hinfahre. Auf jeden Fall haben wir dort sowas wie ein, was haben wir denn, Community-Treffen, Camper-Treffen, irgendwie sowas. Wir sind, glaube ich, 30 Mann auf dem offiziellen Campingplatz, völlig Neuland für mich. Ich bin gespannt, ey, es ist eigentlich gar nicht für mich und für den Buddy gleich gar nicht, aber ich lasse mich überraschen. Und das Geile ist, ich habe mir tatsächlich ein Surfbrett gekauft. Und ich freue mich übelst, dieses Ding aufzubauen, ne? 4600 Meter vor dir musst du mit 5 Minuten Verzögerung Ach, fünf. Durch Stau rechnen. Na, dein Glück. Du befindest dich oh, nee. Immer auf der schnellsten oh, nee. Route. Ich kotze. Wenn das Wochenende so anfängt. Naja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, weil ich werde mir, also wenn wir schon auf dem offiziellen Campingplatz sind, werde ich mir dort eine übelste Zeltstadt aufbauen, also mit Vorteppich und Tarp und hast du nicht gesehen und richtig schön gemütlich einrichten. Und dann werde ich meinen Sub auspacken, das Segel da drauf stecken und einfach nur noch ab ins Wasser. Und die haben mir den Wetterbericht übelst oft korrigiert, die ganze Zeit war Regen und kalt und jetzt wird hier das ganze Wochenende knüppelheiß. Das ist so geil! Wir haben extra hier einen, wie heißt das, Neoprenanzug gekauft, den werde ich gar nicht brauchen. Ich werde gleich nackt auf das Ding springen. Oh, übel geil, ich freue mich. So, ich fahre jetzt hier. Oh, was? Es war gerade noch eine halbe Stunde. Jetzt fahre ich wieder eine Stunde. Und dann bin ich da. Bis dann. Alter, so dumm kann man gar nicht sein. Echt. Ich wundere mich, warum es auf einmal eine Stunde war. Ich bin echt auf die falsche Autobahn gefahren. Jetzt muss ich die ganze Zeit. Der hat mich wieder heimgeschickt. Ich wundere mich hier. Ich bin so ein Vollpfosten. Ey, das geht gar nicht. Jetzt fahre ich die ganze Scheiße nochmal. Rechts abbiegen. Ich könnte so kotzen, Leute, ne? Klappe jetzt! Aber eigentlich bin ich auch nicht falsch gefahren, weil ich habe ja genau das gemacht, was die Uschi gesagt hat. Jetzt schickt er mich aber völlig auf eine andere Autobahn. Ich weiß nicht, was hier los ist. Keine Ahnung. Jetzt sind es nochmal eine Dreiviertelstunde. Ich bin mal gespannt, ob ich es heute noch schaffe. Also die hat mich... Ich bin doch nicht falsch gefahren. Ich glaube, die hat mich umgeleitet wegen des Staus. Ja, gute Uschi. Ich schwitze wie ein Schwein. Und Hunger habe ich auch wie ein Bär. Sind noch 5 Minuten to go. Und durch wie eine originale Bärschziege. Und Leute, das sieht übelst geil hier aus. Ich freue mich, ne? Das sieht richtig, richtig geil aus. Sehr, sehr schön. Haben sie was Schönes rausgesucht, wa? Leute, ich bin da und ich bin völlig überfordert, weil da sind mir echt viel zu viele fremde Leute. Hallo. Oh, die Uschi. Hallo. Ich will nur ihn. So Leute, ich bin fertig. Sieht schon aus wie daheim, übelst geil. Also mein Autoteppich ist ein bisschen klein geraten, das sah zu Hause etwas größer aus, aber ansonsten kann sich sehen lassen. Ich freue mich auf heute Abend, dann mache ich meine Lichter alle an, mache es noch ein bisschen Muschi-Bubu und dann muss ich euch morgen unbedingt das Teil hier zeigen. Es ist so geil. Hi. Was? Ich will auch drauf. Hi. Hallo. Geil, meine Mittagsliege steht. Oh. Finde ich wieder toll. Das ist das Positive an einem Campingplatz, gell? Und der Buddy, der hat einen Kauknochen gekriegt vom lieben Onkel. Weil der darf ja hier nirgendwo frei rumrennen und so bleibt er wenigstens hier in der Umzäunung. Also hoffe ich, dass das alles so funktioniert. Ich baue jetzt erstmal meinen Sub auf und dann geht's ab in die Brühe. Da ist es, das gute Stück. Ich pumpe jetzt ab, bin mal gespannt, ob die Luft teilweise alles gebraucht gekauft. Kannst du ja noch nie leisten. Der Experte, der hilft Hallo. Uns beim Pumpen hier. Mit immer die große Kusche, das ja, kannst du pumpen. Pumpst, ich halt die Kamera, gib dir. Was ist los? Die Kamera her. Ja, ja. So ein Arschloch. Das kann doch nicht sein. So ein Arschloch. Ich kann nicht mehr. Der butterweiche Arme. Und der Sack guckt uns zu. Da geht doch mal was hier. Da geht doch mal. Aber guck mal, ich muss hier bis zu einem Bar kommen. Das ist hier oben, guck mal, wo ich bin. Also, wenn man sieht. Kannst du vergessen? Ich denke, das Ding ist neu. Wie sieht das aus? Nee, das ist nicht neu, ist gebraucht neu. So, gebraucht kann sich ja keiner leisten. Ach so. Ich bin doch kein Schwerverdiener. So. Es wird nicht mehr. Ja. Kannst du vergessen? Mach weiter. Jetzt hör doch mal auf. Weiter. Und wenn nachher die Luft runter geht, ich raste aus, ne? Ich hoffe, die haben Reparaturset mitgeschickt. Ich kann nicht mehr. Das reicht, hä? Nur 10 Mal. Ja, auch. Und? Ja, das müsste gehen. Ja? Ja. Nur 5 Mal. So, Schluss. So eine ungerade Zahl, kannst du damit leben?
Eigentlich nicht, stimmt, ich muss nur bis 10 zählen. Das kann nicht sein. Woher wissen der das? Das ist doch Standard, oder? Was ist das? Oh nee, ist es nicht dein Ernst, oder? Wie geht das? Helf mir doch mal! Kannst du da bitte das nächste Mal um die Ecke gehen? Warum lachen die so doof? Guck mal. Weil die keine Ahnung haben. Na, ich auch nicht. Guck mal her. Also jetzt nochmal, 10 Minuten Kochwäsche. Nein, da schließt dein Ventil nicht. Guck dir die Uschi an, die sitzt dort auf der faulen Haut. Und, hey! Ja, du musst das erst. Ah. Ach, so läuft das. Musst du irgendwas rausdrehen? So, jetzt nochmal. Pump nochmal nach. Ach, aber anstellen kannst du mich, hä? Pump nochmal nach. Hier. Wenn du das einmal reingedrückt hast, dann passt das. Wenn du das dann kannst abmachst. Kannst du das nicht vorher sagen, bevor ich die dann, Scheiße hallo, runterlade? Hör mal zu. Wenn du das dann. Wenn du das dann abmachst, schnell abmachst. Hab ich schnell gemacht. Das hing. Oh mein Gott, mein Thea-Leitchen kommt. Da ist er. Ich hab dich Schläfchen nicht gesehen. Ich muss mich erstmal um meine Tochter kümmern hier. Du hast mal raus hier. Kari. Was ist los? Ist die Tier da? Ist die Kari da? Ja, hörst du dich? Au, geh runter. Ey, sag mal, brennt der Pony. Die Männer sind fleißig. Die bauen oben nicht auf ihr Pavillon, damit man oben nicht sitzen können. Und die Weiber? Die Weiber sitzen vorne hier rum und trinken Kaffee. Leute, was lange währt, wird gut. Segel steht, Saft steht, übel geil. Mega geiles Teil. Freue mich übel. Kaffee, absoluter Held beim Zeltaufbau. Kannst du dir nicht antun? Reißen Sie Ihre Kamera weg. Guckt euch das Elend mal an. Es soll nachher gewittern und regnen, ne? Hat er da einser abgedeckt, das Ding hier, ey. Das ist nicht mein, das ich ist fass nicht es nicht. Meine Ecke. Hör doch mal auf, ey. Sieht das aus, machen das ordentlich. Wir sind gewappnet, jetzt geht's los. Ist das weit? Ich hab keinen Sack mit. Scheiße, was? Ich hab keinen Sack fehlt. Alter, bin ich blöd. So, haben wir das auch. Geht los. Ich muss erst mal hier. Merkst du, dass der Hund nicht ausgelastet ist? Ach so, du meinst. Jawohl. Das geht mir. Es ist rutschig. Okay. Das ist rutschig. Ja? Bitte vorsichtig. Mit den Schuhen? Auf keinen Fall rutschig. Alter, das ist kalt. 100%. Boah, Thea ist schon echt mutig, ey. Aber in die kalte Brühe. Hund. Schon das ist gar nicht so einfach hier. Ja, aber das ist doch geil. Ich glaube, ich lege mich erstmal drauf. Also du kannst beim nächsten Versuch, nimm einfach deine Paddel mit. Ich habe doch Hände. Nimm einfach deine Paddel mit das nächste Mal. Das geht schon mal gut. Geil. Da musst du wirklich aufpassen. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Na, ohne das ein Bein erst hoch. Vorsicht, ein Bein hoch. Oh mein Gott, das ist übelst. Nee. Hier, vor allen Dingen bist du verkehrt rum auf deinem Brett. Ich dachte, warte. Der Griff ist hinten. Warte ganz kurz. Ich fliege. Und die Hupen fallen raus. Ja, hoffentlich fliegt sie auch. Was ist denn jetzt? Ja! Oh! Oh! Alter! Alter, das ist so schwer! Und das nächste Mal mit Paddel. Oh! Mach mal jemand ein Foto? Sebastian, guck mal das Ganze. Ey, es ist schwerer als gedacht. Ich dachte, ich stehe jetzt schon mit Segel hier drauf. Natürlich, ja, da hab ich ja gesagt. Das ist leck mich am Arsch, ey. Also, wie ist denn der Plan jetzt? Na, du willst jetzt erstmal aufstehen. Mit dem Paddel? Natürlich. Nimm das vor dich und dann stell dich hoch, als hättest du hier ein Ding andersrum. Au. Alter, wenn ich gegen die Eisenstange drücke. Warte. Langsam. Sollen wir einmal drin vorgehen? Langsam. Ah! Du schreist den ganzen Weg. Schrei alles raus. Lass raus. Du schaffst das, Madi. Ja. So, jetzt den Griff vor dich hin, das Paddel vor dich aufs Board stellen. Und erstmal kurz Luft holen. Oh mein Gott! Alter, ich hab gedacht, ich kann jetzt surfen. Hau ab! Ich hoffe, bei dem Wind brennt, macht es gut. Ey, ich stehe. Applaus bitte. Dankeschön. Also ungefähr 3 mm kalt ist es. Okay. Ja. Das Thermometer ist noch nicht ganz im Wasser, aber. Der Temperaturfühler. Dreh das mal rum. Welche Soße so einfach? Nee, dein Stechpaddel da mal rumdrehen. Ja, so. Das sieht so einfach aus.
Ich stell mich hier drauf und es geht los. Komm, wir haben die besten Bilder heute. Hä? Die besten Bilder. Ich nehme alles auf mich hier. Ja, aber guck mal, es wird besser, gell? Ich bin schon 3 Oktaven höher. Aber ich kann hier nicht... und so kurz... Oh, so kalt ist ja. Es. Ich kann hier nicht nach links und rechts gucken. Ich komme. Komme. Du musst ja noch mal Luft drauf, oder? Ja, ich glaube da. Es ist so erst ein halbes Bar, du musst ein Bar drauf. Aber Leute, Mann, nicht so rumsen lassen. Ihr Arschlöcher! Ihr habt mich fallen lassen! Hier, jetzt klatschen alle, hörst du es? Das war die! Jetzt klatschen alle hier. Ih, was ist denn hier unten drin? Das ist ja eklig. So eine Scheiße! Die Sonntagsbusse im Arsch. Aber ich hab gestanden, ich bin gepaddelt und morgen wird gesurft. Oh ja, komm. Gar nicht so blöd. Angenehm. Angemessen. Angemessen. Also fährst du jetzt hinten rum hier? Und oh, das ist geil. Ja. Das ist geil. Das mache ich jetzt öfter. So. Tag. Wir schleppen jetzt die Technik von der Chaos Queen. Das ist der Bert. Wie auch nicht. Mein Kumpel. Also nicht verwechseln. Die Chaos Queen, die tut jetzt mit ihrem Sub auf dem Wasser paddeln. Und die hat mir die Technik in die Hand gedrückt. Die hat sich das natürlich nicht überlegt. Nein. Hat sie gut gemacht. Die ist auch nur einmal reingeflogen. Und ich habe es genau gesehen. Wir haben es alle beide gesehen. Aber jetzt kommt sie irgendwann an. Genau. Wir sollten eigentlich mal ein bisschen schneller laufen, dann können wir sie filmen, wenn sie ankommt. Aber meine Schuhe rutschen so. Du musst davor zum Rausfahren. Wo? Ganz vor. Sag mir das da eher! Hab ich. Aber das ist schon richtig geil. Die Kulisse, wenn du hier drüben reinfährst, ja. Ist mega geil. Fällt mir. Leute, war geil. Also sitzen fetzt übelst. Morgen probier es aber dann mal wirklich mit stehen. Aber dann mach ich dann eben Bord drauf und dann hoffe ich, klappt das. Ben waren gerade 27 Grad. Wir können ja mal ein Bett. Wollt ihr saunieren? Bitte im Querformat. Habt ihr bitte rum! Nach dem Essen soll man ruhen. Oder Babyfüße kuscheln! Wir haben es doch ein bisschen gemütlich gemacht. Sitzen jetzt noch ein bisschen gemütlich zusammen. Aber ich werde dann bei Zeiten die Säge streichen, weil ich bin schon um 4 aufgestanden und dann machen wir es uns morgen richtig schön. Was hätte ich schon mal gehabt? Naja, es ist nicht mehr viel Saft drauf. Ne? Oh Leute, ich habe übelst lange durchgehalten, ne? 21 Stunden am Stück wach. Ich bin völlig fertig, aber war schon echt geil heute. Es kann eigentlich noch besser werden. Wir haben nur 3 Tage vor uns. Ich werde jetzt erstmal nächtigen. Und morgen früh haben wir vor, wandern zu gehen. Für irgendeine komische Burg hier. Und ich will auf jeden Fall morgen richtig surfen mit dem Surfbrett. Also mit dem Segel. Ich will mal gucken, ob Wind ist. Eigentlich soll gar keiner sein. Aber vielleicht schaffe ich es erstmal drauf zu stehen. Das wäre vielleicht erstmal eine Maßnahme. Naja, auf jeden Fall, es macht schon übel Spaß. Die Leute sind total cool drauf. Und ich bin übelst fertig, ich muss jetzt erstmal schlafen. Also, wir sehen uns dann morgen früh. Und dann werden wir mal sehen, was der Tag so ergibt. Bis denn. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich liebe Campingplätze. Naja, es war eine sehr kurze Nacht. So von 2 bis 7. Ich glaube, das Wochenende wird richtig hart. Ich werde mich jetzt erstmal rausschälen. Die sind ja alle schon wach. Ein bisschen frisch machen und mal gucken, was dann so los ist. Ach du Scheiße. Guten Morgen, Maria. Oh, der steht wieder. Oh, der Campingplatz lebt schon. Wir haben jetzt noch jemanden dazugekriegt hier. Bin mal gespannt. Ich gehe mir erstmal die Schnauze putzen. Ja, guten Morgen, du kleines Karideinchen. Was ist denn da los? Ich finde keine Waschbäume. Geht um. Angemeldet ist er auch. Aber 30 Euro für 4 Tage geht voll, ne? Eigentlich wird es günstig. Mit Wohnmobil praktisch. Der teure. Geil, Brötchen, dies ist das. Die alle für mich. Ich habe ein paar wenige Brötchen bestellt. Alter, das sind deine? Das sind alle meine. Ist nicht dein Ernst? Wo sind meine 2? Meine 2, ja. Wo sind meine 2? Rücke raus. Was sind du für eine tolle Kamera? Das ist die Osmo. Müssen wir erstmal orten.